Nächste Frage hat der Reitschuster. Guten Tag, in der Bundespressekonferenz war es heute wieder spannend. Hat Jens Spahn bei seiner eigenen Impfung gegen die STIKO-Empfehlungen verstoßen? STIKO, die Ständige Impfkommission. Ich finde, ja, schauen Sie sich erstmal meinen Wortwechsel mit dem Minister an heute auf der Bundespressekonferenz. Da ist zuvor noch die Frage an Herrn Wieler, aber jetzt konzentrieren wir uns mal auf den Herrn Spahn. Die nächste Frage, Herr Reitschuster. Herr Professor Dr. Wieler, Sie haben gerade erzählt von den Gefahren für Long-Covid bei Kindern. Sie haben sich da auf internationale Studien berufen. Der Sprecher des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Dr. Maske, sagt, Sie müssen schon mit einer sehr, sehr großen Lupe suchen, um Fälle von Long-Covid bei Kindern zu entdecken. Was haben Sie für konkrete Zahlen aus Deutschland für Erkenntnisse, die Ihre Position rechtfertigen? Und Herr Spahn, Sie haben sich impfen lassen. Die STIKO empfiehlt aber für Genesene wegen des Impfmangels, dass sie sich nicht impfen lassen sollen. Wie passt das zusammen? Danke. Ja, aus Kenntnis aus Deutschland gibt es dazu kaum Erkenntnisse, Herr Reitschuster. Was wir in Deutschland haben, ist ein Register der Deutschen Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie. Ich glaube, das besteht seit, weiß nicht, März oder April letzten Jahres. Und dort stand 16.05. sind 1522 Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre, also in Deutschland jetzt, ich rede konkret von Deutschland, wurden aufgenommen, stationär aufgenommen. Das heißt also, waren krankenhauspflichtig. Und von diesen 1522 sind 5%, also das sind dann, Stand 16.05. 74 Kinder, mussten intensivmedizinisch behandelt werden. Über Long-Covid, wie Sie sagen, gibt es noch keine hinreichenden Untersuchungen. Es gibt, die Datenlage ist da definitiv eingeschränkt. Es gibt kaum systematisch erhobene Daten zu Long-Covid, aber die Universität Zürich, die erstellt ein sogenanntes Living Review. Das heißt, diese Daten werden auch kommen. Aber das ist auch der Grund, warum ich Ihnen eben die Daten aus anderen Ländern genannt habe. Das heißt, wir wissen ja schon, es gibt bei einzelnen Fällen gibt es auch dieses multisystemische Entzündungssyndrom. Und das, oder das pädiatrische multisystemische Entzündungssyndrom. Also was mir wichtig ist, ist klar, dass eben auch Kinder erkranken können. In einer deutlich geringeren Häufigkeit, als das bei Erwachsenen der Fall ist. Also je älter sozusagen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man schwer erkrankt. Aber ich möchte eben zum einen darauf hinweisen, dass auch Kinder schwer erkranken können. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sind bislang in Deutschland etwa 20 Kinder verstorben in 21. Und ich möchte aber immer wieder, wirklich, was mir wirklich wichtig ist, auch hinzuweisen, ist, je mehr Menschen wir dann glücklicherweise und zu Recht und wichtigerweise impfen, und je mehr kommt eben ein Infektionsdruck auf immer Jüngere. Das heißt also, dann wird auch die Zahl, die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann Jüngere infizieren, wird dann eben auch größer. Und ich finde, wir müssen eben versuchen, alle Altersklassen, egal welches Alter, egal welche Ethnie, sonst was, wir müssen alle Menschen in unserem Land so gut wie möglich vor dieser Infektion schützen. Ja? Und da gibt es eben Maßnahmen, die wir einfach im Kopf haben sollten, um das zu verhindern. Also das Internet hilft ja, Herr Reitschuster, Empfehlung der STIKO. Personen, die eine PCR-gesicherte SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, sollten in der Regel 6 Monate nach Genesung eine Covid-19-Impfstoffdosis erhalten. Das ist die Empfehlung der Ständigen Impfkommission und der bin ich gefolgt. Ja, das kann man ja leicht nachprüfen, aber im Jetzt erfolgt noch etwas Erstaunliches, ein Aufruf von Jens Spahn an mich, Reklame für die Impfung zu machen auf meiner Seite. Ich sehe meine Aufgabe als Journalist nicht darin, Reklame für eine Impfung zu machen. Ich sehe die Aufgabe darin, wenn die großen Medien so viel Reklame für die Impfung machen, auch andere Meinungen zu Wort kommen zu lassen, damit sich die Leser dann aus Pro und Contra ein eigenes Urteil bilden können. Übrigens macht es Sinn, auch gerade in dieser Phase der Pandemie, dass alle sich um einen vollständigen Impfschutz bemühen. Also ich fände es wichtig, dass Genesene, insbesondere auch mit Wegfall der Priorisierung, den vollständigen Impfschutz und Immunitätsschutz damit erreichen und kann Sie nur bitten, mit mir gemeinsam in allen Medien, wo Sie können, fürs Impfen zu werben, auch in dem Fall. Die nächste Frage, Jordans.
Ja, Herr Spahn hat dann die Zeit gut genutzt, um zu googeln, aber ich habe es dann auch nochmal nachgegoogelt und ich habe mich wieder so geärgert, aber nach dem Reglement hat man keine zweite Frage. Ich habe die nie. Es gab einen Kollegen, der heute auch nochmal dran kam, aber ich bin ja schon froh, wenn ich überhaupt dran komme, denn das, was ich vorgelesen habe aus der STIKO, aus dem STIKO-Papier, das stimmt. Es war richtig, was ich Spahn gefragt habe. Und da steht explizit im Papier der STIKO, wegen des Impfmangels sollen diejenigen, die schon infiziert waren bzw. einen positiven Test haben, sich jetzt nicht impfen lassen bzw. sollen nicht geimpft werden. Das ist also die Empfehlung der STIKO. Weiter unten, zwei Sätze weiter, heißt es dann, dass die schon mal Geimpften, die schon mal Infizierten, wenn dann nach 6 Monaten geimpft werden sollen, nur einmal. Das ist das, was er zitiert habe. Da steht aber drin, unter Berücksichtigung der Priorisierung. Und das hebt das wieder auf. Insofern, in meinen Augen, hat hier Jens Spahn gegen die Empfehlungen der eigenen STIKO verstoßen. Das ist hochgradig spannend. Man könnte nun sagen, und das ist eine Argumentation, die ich durchaus teilen würde, dass der AstraZeneca-Impfstoff ja unbeliebt ist. Ich habe ja auch öfter gefragt, warum lassen sich die Regierenden nicht selber impfen? Da könnte man nun sagen, Vorbildfunktion und Werbung für AstraZeneca, weil das so unbeliebt ist, würde ich alles durchgehen lassen. Ist okay. Aber warum wird es dann nicht gesagt? Das wäre jetzt wunderbar die Möglichkeit gewesen, dass man sagen würde, ich richte mich hier nicht nach der STIKO, ich will ein Vorbild sein. Ich glaube, da hätten auch viele Verständnis. So wirkt es dann auf mich etwas merkwürdig, wenn man sich da dann so herausredet, finde ich seltsam. Es gibt ja auch im Netz große Spekulationen wegen der Bilder. Da haben manche gefunden, dass die Spritze bei Herrn Spahn nicht gefüllt genug war, weil AstraZeneca ist mit 0,5 Milliliter gefüllt und BioNTech mit 0,3. Und einige schlaue Leute wollen herausgefunden haben, dass das nur mit 0,3 gefüllt war. Ich habe es zwei Ärzten geschickt, die Bilder. Der eine sagte, an Bildern kann man gar nichts feststellen und der andere sagte auch, das ist mit dem Finger und sehr schwer festzustellen. Also von daher hier müssen wir das abtun als böse Unterstellung bzw. als nicht belegten Verdacht. Aber doch spannend, wie groß das Misstrauen hier inzwischen ist. Sehr interessant. Auch das, was ich Herrn Wieler fragte, das war eine Reaktion auf die Frage einer Kollegin zuvor, die sich um die Kinder Sorgen machte. Gute Frage, fand ich. Die können wir auch noch kurz reinblenden. Ich werde die Antwort von Herrn Wieler etwas abkürzen dann, weil sonst wird es ewig. Schauen Sie sich das an. Dann die nächste Frage, Frau Wolf. Ja, vielen Dank. Eine Frage an Herrn Spahn zur Situation in Kinder- und Jugendpsychiatrien. Welche Erkenntnis haben Sie über die Belastungen möglicherweise oder vor allem auch über Triage in den Kinder- und Jugendpsychiatrien und inwiefern stehen Sie in Kontakt mit den Psychiatrien, deren Fachverbänden und Kinder- und Jugendmedizinern? Also zuerst einmal mal ganz grundsätzlich finde ich, ist deswegen ebenso wichtig, wegen der zwei verschiedene Situationen, Belastungssituationen und zum Teil dann auch psychotherapeutischen Notwendigkeiten, die sich daraus ergeben, dass erstmal diese Situation, die wir haben, für viele belastend ist, ist noch keine Behandlungsbedürftigkeit. Also dass eine Zeit der Einschränkung eine belastende ist, ist etwas, mit dem wir alle gemeinsam ja bestmöglich umgehen müssen. Man muss schauen, wo entsteht daraus etwas und das Risiko ist natürlich da für viele, was gegebenenfalls auch einen Behandlungsbedarf auslöst. Und ein 6-jähriges Kind hat jetzt mehr als ein Sechstel seines Lebens in der Pandemie verbracht. Manche sind eingeschult worden und haben die Schule noch gar nicht einmal von innen gesehen. Das alles macht was. Und das macht, glaube ich, oder bin ich sehr sicher und sehr offenkundig, mit 6- oder 10-Jährigen, 12-Jährigen im Zweifel noch mehr, als mit uns es schon macht in höherem Alter. Und deswegen finde ich es jetzt auch so wichtig, dass jetzt in dieser Phase, auch mit Blick auf Impfungen, auch im Übrigen ja auch, es sind ja auch nicht selten die Stadtteile mit den meisten Kindern im Übrigen, um die es da ja geht. Nachfrage dazu an Herrn Wieler, wenn Sie wenn von diesen Belastungen für Kinder und Jugendliche die Rede ist, Herr Wieler, dann nochmal nachgefragt, wie blicken Sie dann darauf, dass in Bereichen wie Einzelhandel,
Tourismus, Gastronomie gelockert wird und an Kitas und Schulen noch nicht flächendeckend und noch keine flächendeckende Rückkehr zum Präsenzunterricht gibt. Also sehen Sie dann die Diskrepanz angesichts der Infektionslage? Die Kollegin spricht mir hier einfach aus dem Herzen mit ihrer Frage. Und da ich ja viel und gerne kritisiere, muss ich hier auch einfach mal Danke sagen an die Kollegin. Die Rückkehr der Kinder in den Schulen ist ja eine Vorgehensweise der einzelnen Länder, die auch unterschiedlich gehandhabt wird. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass die Kinder ja auch durch die Infektion selber belastet sind. Also ich möchte das nicht gegeneinander ausspielen, aber ich möchte noch mal vielleicht Ihnen ein paar Zahlen sagen, warum der Infektionsschutz auch bei Kindern eine Rolle spielt. Es gibt 3 Studien, die ich hier einmal erzählen möchte. Es gibt eine italienische Studie, das ist eine geringe Studie, das sind 120, also eine kleine Zahl, 120 Kinder, durchschnittlich Alter 11 Jahre. Hier sieht man, dass nach 60 Tagen rund 42% der Kinder noch persistierende Symptome nach einer Infektion haben. Und es gibt eine andere Studie, die ist aus Großbritannien, da gibt es insgesamt 1 Million Teilnehmende. Da gibt es erste Schätzungen zu Prävalenzraten. Da sieht man, dass bei Kindern 12 Wochen, bei jungen Erwachsenen bei 18%, das sind junge Erwachsene zwischen 25 und 34 Jahren, und bei Jugendlichen zwischen 12 und 60 Jahren bei 8% und bei Kindern zwischen 2 und 11 Jahren bei 7,4% immer noch Symptome, die mit Long-Covid in Eintracht zu bringen sind, genannt werden. Erschöpfung, Kopfschmerzen, Husten, Myalgie. Manche der Kinder sind gar nicht schulfähig. Und dann gibt es eine große, bislang nicht begutachtete britische Studie, die basiert auf der Nutzung von Apps. Da werden Kinder systematisch untersucht, Jugendliche zwischen 5 und 17 Jahren. Und die werden dann eingeteilt in 2 Gruppen. Die einen, die negativ getestet wurden, die anderen, die positiv getestet wurden. Das sind so rund 1700 Kinder und Jugendliche je Gruppe. Und da sieht man, dass 4,4% der Kinder und Jugendlichen noch, die positiv getestet waren, nach mehr als 28 Tagen noch Symptome haben, die mit Long-Covid in Zusammenhang gebracht werden können. Das heißt also, der Infektionsschutz, den sollten wir auch weiter aufrechterhalten. Aber man kann ja Schulen eben öffnen, auch mit Hygienekonzepten. Das ist ja der entscheidende Punkt. Ja, und das, was hier so rüberkam dann bei Wielers Antwort, wie gefährlich die Situation ist für Kinder, und drum habe ich da extra nochmal reingegrätscht. Bin ich reingegrätscht? Habe ich reingegrätscht? Ich verlerne schon Deutsch. Ich muss irgendwann wieder Kurse machen. Vielleicht liegt es auch am Schlafmangel. Auf jeden Fall reingegrätscht. Ja, in der Verkürzung funktioniert es. Und es gibt nämlich diese Berichte von Medizinern, die sagen, dieses Long-Covid bei Kindern haben sie so gut wie nie erlebt. Das habe ich ja auch zitiert. Und Herr Wieler ist dann ja auch sehr ausweichend, wenn wir uns das anschauen. Also wenn wir betrachten, dass Long-Covid jetzt das große Argument ist, weil alles andere ist ja eigentlich zerronnen. Früher hat man gesagt, die Risikogruppen schützen, die sind geschützt. Ich vergesse meine Sprache. Ich stelle mich schon auf Russland ein, weil ich am Morgen wegfliege. Dann hieß es Intensivstationen, ist im Moment auch nicht tragisch. Jetzt plötzlich Kinder und indische Mutante. Also in meinen Augen merkwürdig. In einem der Live-Ticker wurde dann übrigens das Ganze so zusammengefasst, ich glaube Focus Online war es, ich kann es hier mal einblenden, wenn ich es finde, dass der Leser dann eigentlich nur glaubte, oh, wieder gefährlich mit Kindern, aber diese ganze Frage selber und die Hinweise, die erfuhr der Leser dort nicht. Ich glaube, ein anderer Live-Ticker bei T-Online war es relativ, in meinen Augen, umfassend abgebildet. Also es hängt immer davon ab, wobei ich nicht weiß, welcher Live-Ticker von dpa war und welcher vielleicht ein individueller dpa, habe ich früher selber gearbeitet, Deutsche Presseagentur, eigentlich das Leitmedium in den Medien wird immer geschaut, was die geschrieben haben. Dann kam es auf der Regierungssprecher-Pressekonferenz zu regelrechten Wortgefechten zwischen mir und Herrn Seibert. Schauen Sie sich das an. Und die letzte Frage zum Thema Corona, Herr Reitschuster nochmal. Sie wollten doch was direkt dazu sagen. Entschuldigung, das hat sich falsch interpretiert. Und dann hätte ich es, glaube ich, gesehen. Danke. Noch eine Frage an Frau Nauber. Und zwar hat Herr Wieler heute gesagt, die Pandemie hat die Welt noch im Griff. Und ist das ja relativ. Es gibt Staaten in den USA, die keine Corona-Maßnahmen mehr haben, kaum noch Corona-Maßnahmen, wo sogar die Maskenpflicht verboten wurde. Jetzt wie in Texas, die Schweiz.
hat die dritte Welle gekommen, obwohl sie Lockerungen hatte. Immer wieder fragen Leser, was läuft da anders? Was ist die Antwort der Bundesregierung? Was soll ich diesen Lesern darauf antworten? Für Ihren Journal, für Ihre, nein, ich lache nicht nur. Was soll ich den Lesern antworten? Entweder bin ich schon verwirrt oder Herr Seibert hat die Frage hier nicht richtig verstanden, denn die Frage war eindeutig. Die Leser fragen, wie die Regierung dazu steht und was soll ich den Lesern antworten? Also den Lesern antworten, wie die Regierung dazu steht. Herr Seibert sagt jetzt, ich solle das selber ausdenken. Naja, dann müsste ich mir ja ausdenken, was die Regierung sagt. Vielleicht wäre das Notwehr, weil sie eben so wenig sagt. Genau, dafür sind Sie glücklicherweise ganz selber zuständig. Und wir liefern hier, wie es auch heute Herr Wieler getan hat, wie es der Bundesgesundheitsminister getan hat, so viele Informationen, wie Sie entgegennehmen können. Und daraus müssen Sie dann für Ihre Leser schon das machen, was Sie, ich weiß ja auch, was Sie für Ihre Leser daraus machen. Das entspricht ja ganz oft gar nicht dem, was wir hier so von uns geben. Ja, und ich finde, das ist ein gutes Zeichen, wenn das, was Journalisten schreiben, aus Sicht der Regierung nicht dem entspricht, was sie rüberbringen will. Das halte ich für typisch für guten und kritischen Journalismus. Ich weiß, dass es Herr Seibert hier anders meint, aber diese Polemik kann ich mir hier nicht verkneifen. Also, ja, es gibt Länder, die haben eine ganz tolle Entwicklung hingelegt und sind jetzt sehr weit runter, ich nenne mal das Beispiel Portugal, aus extrem hohen Inzidenzen auf sehr niedrige Inzidenzen. Wie haben sie das geschafft? Das kann man sich in jedem einzelnen Fall angucken, mit unheimlich harten und strengen Maßnahmen über viele Wochen durchgehalten. Und deswegen haben sie jetzt auch die Früchte davon geerntet. Es gibt Länder, die sind derzeit in einer entsetzlichen Situationen, wie beispielsweise Indien. Es gibt Länder, in denen, wie beispielsweise Argentinien, jetzt gerade eine neue Welle aufflammt. Deswegen kann man nicht sagen, dass die Welt die Pandemie in irgendeiner Weise hinter sich gebracht hat. Und wir sollten mit unseren Möglichkeiten alles tun, was wir können, um deutlich weiter runterzukommen in den Inzidenzen. Zusatz? Erstmal danke für die journalistischen Ratschläge und danke, dass Sie meine Seite lesen. Aber mit Verlaub, Herr Seibert, das stimmt doch nicht. Sind noch nicht alle Länder nur mit harten Maßnahmen durchgekommen. In den USA gibt es Staaten wie das South Dakota, die nie harte Maßnahmen hatten. Schweden hatte nie harte Maßnahmen. Und wie erklärt sich die Bundesregierung das? Schauen Sie sich alle Indikatoren an, die es zum Beispiel in Schweden gibt. Schauen Sie sich die Zahl der Toten pro Bevölkerung an und so weiter. Dann werden Sie sehen, das Bild ist nicht... Dann werden Sie sehen, dass das Bild nicht so leicht ist, wie Sie es darstellen. Ich glaube, dass das jetzt aber überhaupt nicht der Moment ist, um Land für Land jetzt hier Corona-Politik miteinander zu vergleichen. Ja, in meinen Augen, also die Bundesregierung, die verweist ja immer auf die Beispiele anderer Länder, wo es schlecht läuft. Das hat sie heute auch wieder gemacht, aber eben nicht auf die, wo es gut läuft. Da wird dann ausgewichen. Und dass ich das für meine Leser frage, wie die Position der Bundesregierung ist, ich halte das für überaus legitim. Ich würde sogar sagen, das ist meine Pflicht, wenn man die Leute wegsperrt, wenn man ihnen verweigert, ein normales Leben zu führen, dann ist man in Gottes Namen noch einmal rechenschaftspflichtig. Das ist zumindest meine tiefe Überzeugung. Weiter ging es dann mit einer Frage zum CT-Wert. Hat die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC, die hat den auf 28 heruntergestuft, CT-Wert, vielleicht haben es nicht mehr alle parat, das ist, wie oft bei den PCR-Testen das Ganze multipliziert wird. Und die Kritiker sagen, wenn man das 40 Mal multipliziert, dann findet man von allem was. Und je öfter man es multiplizieren muss, um irgendwelche Bruchteile von Coronaviren zu finden, umso fragwürdiger ist in den Augen der Kritiker der PCR-Test. Und da ist 28 ist so eine Schwelle. Also wenn man 40 Mal das vorher multipliziert haben muss, wie gesagt, dann sagen die Kritiker, ich bin kein Mediziner, da habe das kaum noch Aussagekraft. Herr Reitschuster. Eine Frage an Frau Lauber. Wie, können Sie ein kurzes Update geben, wie es momentan mit den CT-Werten bei PCR-Tests steht? Gibt es etwas Einheitliches? Macht das noch jedes Büro? Vielleicht haben wir eine kurze Übersicht. Danke. Jedes Labor, Entschuldigung, nicht jedes Büro, natürlich Labor. Ich glaube, wir hatten hier schon öfter gesagt, dass Sie sich dazu an die Fachgesellschaften wenden müssten. Dazu kann ich Ihnen keine Auskunft geben.
Aber die Bundesregierung muss das doch monitoren, die muss doch einen Überblick haben. In einer Pandemie ist es doch ein extrem wichtiger Faktor. Die CDC in Amerika hat das gerade geändert. Sie müssen doch das irgendwie kontrollieren. Und wenn nicht, warum haben Sie das dann nicht im Fokus? Also ich glaube, wir haben hier schon mehrfach deutlich gemacht, dass die PCR-Tests der Goldstandard sind für das Erkennen einer Infektion. Die Labore in Deutschland führen diese Tests in einer sehr hohen Qualität durch. Das RKI informiert dazu auch regelmäßig. Aber wie gesagt, zu dem Thema CT-Werte wenden Sie sich am besten direkt an die Labore beziehungsweise an die wissenschaftlichen Fachgesellschaften. Also nicht bundeseinheitlich. Ich habe jetzt dazu gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Weitere Fragen zum Thema Corona. Das ist, Herr Kollege. Und ganz erstaunlich, dass das offenbar bis heute in Deutschland nicht standardisiert ist. Sie haben ja die Gurkenschiefe, es ist wirklich in diesem Land so gut wie alles standardisiert. Und hier die große Frage, die für viele Menschen über Freiheit und Unfreiheit entscheidet, die wirklich ganz wesentlich ist. Und da sagt man dann einfach, ja, man hat Vertrauen in die Labors. Dann könnte man auch den TÜV abschaffen und könnte sagen, wir haben Vertrauen in die Autowerkstatt und in die Autofahrer. Also das halte ich für sehr merkwürdig. Was dann auch noch interessant war, also offenbar bei Kollegen löste das großes Unverständnis aus, dass Niedersachsen über ein Ende der Maskenpflicht nachdenkt. Schauen Sie hier die Fragen an. Die nächste Frage von Herrn Jung. Ich wollte auch nochmal zu Niedersachsen kommen und dem Ende der Maskenpflicht. Das halten Sie ja offenbar beide für eine ziemlich dumme Idee. Herr Wieler, können Sie nochmal erzählen oder erklären, wie gefährlich diese Lockerung ist? Also ich habe mal nachgeguckt, in Niedersachsen sind nicht mal 15% geimpft. In Israel, wo fast alle geimpft sind und eine Inzidenz von 2 herrscht, gibt es auch noch eine Maskenpflicht. Wie kann das sein? Wie gefährlich ist das? Und Frau Reker, Niedersachsen-Regierung begründet das ja mit den Forderungen der Einzelhandelslobby, die Druck macht und behauptet, das ist alles kein Treiber des Infektionsgeschehens. Warum folgen Sie eigentlich nicht der Lobby? Warum können Sie sich da wehren gegen? Ja, wenn Sie mich so direkt fragen, vermute ich, dass ich den Druck leichter aushalte. Ja, warum? Ja, weil ich nicht so sehr davon abhängig bin. Wissen Sie, als Oberbürgermeisterin ist es ja auch wirklich eine Verpflichtung. Und das hat man ja geschworen, ja, dass man alles tut, um Schaden von der Stadt abzuwenden. Und ist dann weniger von politischen Entscheidungen bestimmt als von Maßnahmen der Gefahrenabwehr. Das habe ich eben gesagt. Und so betrachte ich auch mein Handeln. Ich übe Gefahrenabwehr aus und das macht der gesamte Krisenstab. Also das kann ich, also die Frage, wie gefährlich das Nicht-mehr-Tragen von Masken ist, kann ich nicht quantifizieren. Das ist natürlich spannend. Wir müssen alle Masken tragen und der Hauptverantwortliche dafür kann nicht quantifizieren, also kann nicht sagen in Zahlen, was ohne Masken passieren würde. Interessant. Aber es gibt verschiedene Untersuchungen, die sagen, dass es einige Prozent sind, je nachdem, es hängt ja immer davon ab, haben wir gerade besprochen, welche anderen Maßnahmen noch durchgeführt werden oder nicht durchgeführt werden. Es ist ganz klar, dass es, wenn man das in die Gesamtrechnung einzieht, es sind mehrere Prozent, je nachdem können es mehr als 10-15% der Gesamtwirkung sein, je nachdem, welche Studien man sich anschaut. Das beruht auf Modellierungen, das beruht auf Beobachtungsstudien, also es ist keine so ganz harte Evidenz. Keine so ganz harte Evidenz. Wir haben also die Masken aufgrund weicher oder nicht harter Evidenz. Aber Masken, und nochmal, in Abhängigkeit des Umfeldes können die eine große Wirkung haben, ja. Die schwedischen Gesundheitsbehörden und viele in US-Bundesstaaten sehen das ganz anders, aber nichts Genaues weiß man nicht als Normalsterblicher. Dann die nächste Frage, Frau Kollegin, ganz hinten, ja. Herr Jessen. Niedersachsen hat angekündigt, bei einer Inzidenz von unter 35 die Maskenpflicht zu Leben aufzuheben. Dabei können Sie uns sagen, was die Kanzlerin von dieser Perspektive hält. Ich glaube, wir haben wieder und Spahn nicht so begeistert. Ja, es gibt ja diesen Beschluss auch noch gar nicht. Es gibt nur Vorberichte darüber und deswegen möchte ich mich da mit einer Bewertung zurückhalten. Ich kann ganz grundsätzlich für die Bundesregierung sagen,
dass das Maskentragen, genau wie auch das Abstandhalten, nach unserer Überzeugung, solange wir in der pandemischen Lage leben, und das tun wir immer noch, die einfachsten und wirksamsten Mittel sind, um uns vor Ansteckung zu schützen. Interessant, gerade hat Herr Wieler noch gesagt, es gebe keine richtig harte Evidenz und es sei nur eine Sache von mehreren. Und jetzt ist es auf einmal eine der zwei wichtigsten Sachen. Faszinierend. Wir haben überall noch guten Grund, uns an diese Regeln zu halten. Und ich denke, wir sollten abwarten, ob das aus Hannover so kommt. Aber aus dem, was Sie sagen, scheint doch hervorzugehen, dass es der Kanzlerin lieber wäre, ein solcher Beschluss würde nicht. Ich habe hier die grundsätzliche Haltung der Bundesregierung und der Bundeskanzlerin auch dargelegt und nehme jetzt nicht auf noch gar nicht gefasste Beschlüsse in einzelnen Bundesländern Stellung. Wir wissen, Masken, Abstand und Hygiene sind sehr wirksam. Ja, bemerkenswert fand ich dann noch eine Antwort von Herrn Wieler. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt hier finde, weil es ist immer viel Gespule, dann kommen die Videos immer so spät. Weil er sagte, er finde nicht, dass die Masken eine große Einschneidung der persönlichen Freiheit sind. Ich frage mich, hat Herr Wieler hier mal mit Schulkindern gesprochen? Mit Kindergartenkindern? Und hier, schauen Sie, Einschneidung. Also ich beklage mich überhaupt nicht. Ich habe es ja nur wirklich beim Einkaufen und hier auf. Also wenn man unbedingt muss. Und dahinter lässt es schon solche Spuren. Und das ist nun wirklich lächerlich. Aber Leute, die das 8 Stunden den ganzen Arbeitstag tragen müssen, Schaffner und dergleichen, also so zu tun, als sei das keine Einschneidung. Es raubt den Menschen die Mimik. Es raubt einen großen Teil seiner Ausdruckskraft. Und da sich einfach mal hinzustellen und zu sagen, na ja, ist ja halb so wild. Also ist nicht der Umgang mit den individuellen Rechten, den ich mir wünschen würde. Was gab es dann heute noch? Der Kollege Schuler von der Bild, ein Kollege, den ich außerordentlich schätze, immer sehr kritisch, gute Artikel, wirklich kann ich nur empfehlen, der hat heute eine Frage gestellt und danach ist dann Herr Jung nochmal draufgekommen und dann bin ich da nochmal drauf zurückgekommen. Ich fand das so interessant, dass ich Ihnen das hier jetzt in gesamter Länge zeigen möchte. Ist nicht zu lange, keine Angst. Und dann Herr Schuler mit einer neuen Frage. Ja, der CDU-Bundestagskandidat Hans-Georg Maaßen hat nochmal in Zürich gesagt, es habe in Chemnitz keine Hetzjagd gegeben. Bleibt die Bundeskanzlerin bei der von Ihnen damals wiedergegebenen Einschätzung, dass es durchaus Hetzjagden gegeben hat? Und wird die Kanzlerin sich vor dem Hintergrund der antisemitischen Untertöne mit Frau Thunberg nochmal treffen? Also, wir haben hier das Thema Chemnitz und was dort 2018 geschah, 2018 und 2019 in großer Ausführlichkeit in der Bundespressekonferenz besprochen. Ich sehe keinen Grund, darauf heute noch einmal einzugehen, das zu wiederholen, was damals gesagt wurde, oder dem etwas Neues hinzuzufügen. Und im Übrigen hat die Bundeskanzlerin zum Thema Antisemitismus, wie er sich in den vergangenen Tagen auch am Rande von Demonstrationen oder aus Demonstrationen hier in Deutschland heraus gezeigt hat, sehr klar geäußert, selber und über ihre Regierungssprecher und über künftige Begegnungen und Termine der Bundeskanzlerin gebe ich dann Auskunft, wenn sie anstehen. Dazu, Herr Jung. Jetzt wurde gerade suggeriert, dass Peter Thunberg die lediglich Free Palestine befordert hat, mit Antisemitismus in Verbindung gebracht wurde. Haben Sie dazu nichts zu sagen? Nein, ich habe dazu nichts zu sagen. Verbinden Sie Free Palestine mit Antisemitismus? Wir haben hier ausführlich darüber gesprochen, wie wir als Bundesregierung die eindeutig antisemitischen Äußerungen am Rande von Demonstrationen oder auch aus Demonstrationen der vergangenen Tage heraus bewerten. Zusatz? Ich hatte ja komplett nicht nach Demonstrationen zu Palästina gefragt, sondern dass Greta Thunberg bei dem Antisemitismus in Verbindung gebracht wurde, weil sie Free Palestine wollte. Und Sie distanzieren sich da nicht von. Ich habe dem jetzt nichts hinzuzufügen, was ich hier gesagt habe. Ja, bei manchen scheint die dritte Frage schon inkludiert zu sein, bei anderen wieder nicht. Die haben weniger Pech. Bei manchen ist das Mikrofon auch oft abgestellt, bei anderen nicht so sehr. Zufälle gibt's. Die gibt's gar nicht. Übrigens, bei Greta ging es nicht um Free Palestine, wenn ich richtig informiert bin, sondern darum, dass sie Israel Kriegsverbrechen vorwarf. Zwei Paar Schuhe, aber lassen wir das. Schuster. Ja,
Herr Seibert, gestatten Sie mir eine Verständnisfrage. Ich hoffe, Sie haben mich nicht dafür. Ich war vor zwei Jahren noch nicht Mitglied der Bundespressekonferenz, habe es aber verfolgt, habe ich es richtig immer in Erinnerung, dass man damals sagte, es war Hetzjagden und dass es vor allem mit dem Video der Antifa-Zecken diskutiert wurde. Vielen Dank für die Aufklärung. Ja, die wahre Aufklärung findet sich in den Protokollen der mehreren damaligen Pressekonferenzen, die wir hier abgehalten haben. Wir können sie Ihnen aber auch gerne nochmal raussuchen. Das ist lieb, vielen Dank. Das könnten Sie allerdings auch selber, weil das ja alles öffentlich ist. Aber wir sind da auch hilfreich. Das ist sehr lieb, vielen Dank. Die Bundesregierung muss da gelobt werden, wo sie Lob verdient. Und es ist nicht viel Zeit vergangen nach dieser Bundespressekonferenz. Und schon bekam ich vom Chef vom Dienst des Bundespresseamtes die entsprechende Linksammlung zugeschickt. Linksammlung ist übertrieben, aber den entsprechenden Link. Danke dafür. Dann ging es noch um Rassismus. Da hat der Herr Jessen, der Kollege Jessen, der auch mit Thilo Jung eng zusammenarbeitet, hatte sich beklagt über Rassismus bei Vermietungen. Ich schaue, dass ich das kurz zusammenschneide, und dann sagte in der Antwort der Sprecher des Justizministeriums, aber was soll ich Ihnen erzählen? Sie können sich das ja jetzt anschauen, das ist ja viel besser. Bitte. Dann hatte ich mit einem neuen Thema Herrn Jessen nochmal. Ja, die Fragen gehen an Herrn Alter. Wie geht es da auch? Wohnungsbauministerium und das Ministerium für Integration. Wir haben mitbekommen, dass in Bremen bei der Bebau zwei größten öffentlichen Wohnungsbauunternehmen interne Bundes- und Listen geführt werden, die People of Color und Menschen anderer Kulturen geheim markieren und dafür sorgen, dass sie keinen Wohnraum bekommen. Wie ist aus der Sicht des Ministeriums für Wohnen und für Integration etwas zu bewerten? Eine solche Bewertung nehmen wir nicht als Bauministerium vor, sondern eine solche Bewertung ist schon als Verfassungsministerium vorzunehmen. Wir haben in unserer Verfassung in Artikel 3 Grundgesetz die Regelung, die alles, was in diesem Land passiert, in gewisser Form durchdringt. Das heißt also, eine Diskriminierung, etwa auf der Basis von Herkunft oder äußeren Merkmalen, ist absolut inakzeptabel, nicht nur im behördlichen Alltag, sondern auch beim Schließen von privaten Verträgen. Hat diese Einschätzung, die sehr deutlich ist, irgendwelche Konsequenzen für Handeln von Ihrer Seite aus? Oder liegt das jetzt alleine den politischen Institutionen im Land? Ich höre jetzt von dem Sachverhalt, den Sie schildern, das erste Mal. Ich muss mich erkundigen, ob das in unserem Haus bereits eine Rolle spielt. Das Justizministerium wollte sich dazu noch äußern. Wir wechseln mal den Platz. Danke, Herr Karl. Ja, ich möchte mich jetzt gar nicht weiter zu dem konkreten Fall in Bremen äußern. Dazu hat Herr Alter alles gesagt, wie das aus unserer Sicht zu bewerten ist, jedenfalls nach dem, wie es berichtet wird. Aber ich möchte sagen, dass genau aufgrund solcher Fälle, weil es Diskriminierungen gibt und gerade rassistische Diskriminierungen gibt, wir einerseits im Grundgesetz den Begriff der Rasse, der als diskriminierend empfunden wird, weil es keine unterschiedlichen Menschenrassen gibt, durch den Begriff Rassismus ersetzen wollen, aus rassistischen Gründen durch diese Formulierung ersetzen wollen. Das war auch etwas, was der Kabinettausschuss zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und des Rassismus empfohlen hat, was wir gemeinsam mit dem Innenministerium erarbeitet haben. Und noch was ganz Konkretes, weil wir für das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zuständig sind, das ja gerade auch im Bereich der Miete, der Wohnraummietverträge, davor schützen soll, dass Menschen allein aus rassistischen Gründen, aus diskriminierenden Gründen eine Wohnung verweigert bekommen, einen Mietvertrag nicht bekommen, dass wir auch da mehr tun wollen, indem wir die Fristen verlängern, indem man sich künftig ein halbes Jahr gegen solche Diskriminierung wehren kann und dagegen ja juristisch zu Ende ziehen kann, sich vor Gericht wehren kann, 6 Monate lang. Und auch das ist etwas, was wir noch in dieser Legislaturperiode umsetzen wollen und was der Kabinettausschuss zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und Rassismus ebenfalls in seinem Maßnahmenpaket beschlossen hat. Nachfrage, Herr Jessen? Ja, da die zwei Ressorts geäußert haben, dürfen wir Sie bitten, wenn es konkret im Hinblick auf den Drillbau eine Einschätzung der offiziellen Erkenntnis des Sachverhalts gibt, möglicherweise auch Einladungen, Erfüllungen oder Notwendigkeiten, dass wir das nachlesen. Ja, und Herr Jung hatte eine Frage dazu. Ich hätte eine Frage, vielleicht haben Sie das auch beantworten. Welche Sanktionen muss ein Unternehmen fürchten, das offen rassistische Praxen
Praxis betreibt. Naja, wie die Bußgelder in so einem Bereich sind oder sein können, das kann ich Ihnen aus dem Kopf nicht sagen. Das können wir gerne nachreichen. Aber entscheidend ist doch, dass jemand, dem ein Wohnraummietvertrag verweigert wird, sich dagegen wehren kann und er eben diesen Vertrag bekommen kann und sein Recht durchsetzen kann. Und das ist Teil des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Wenn das Betroffene sich wehren, dann ist das eine, weil das ein Unternehmen an sich dafür bestraft wird, was es für Praxis ist. Wie gesagt, zur Frage, inwiefern solche Verstöße gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz Bußgeld bewährt sind, das reichen wir gerne nach. Das kann ich Ihnen einfach aus dem Kopf nicht sagen. Herr Reitschuster? Eine Verständnisfrage an Herrn Kall. Sie haben, wenn ich richtig verstanden habe, gerade impliziert, dass der Begriff Rasse rassistisch ist. Nun verwendet die USA auch auf Regierungsebene immer noch sehr stark den Begriff Rasse. Ist das dann aus Sicht der Bundesregierung rassistisch, wenn die Vereinigten Staaten den Begriff Rasse verwenden? Und wo ist da der Unterschied in der Auffassung zwischen Bundesregierung und amerikanischen offiziellen Bürgerinnen angeht? Nein, das bewerte ich nicht. Es gibt ja auch in Deutschland bis heute Gesetze und das Grundgesetz, das diesen Begriff verwendet. Es gibt auch völkerrechtliche Abkommen, die diesen Begriff verwenden. Aber aus Sicht von ganz vielen migrantischen Organisationen, Organisationen von Betroffenen, die mit Rassismus tagtäglich zu tun haben, die also von rassistischen Diskriminierungen betroffen sind, ist dieser Begriff der Rasse, weil es keine unterschiedlichen Rassen gibt, heute nicht mehr der richtige Begriff, sondern es geht um Rassismus. So hieß auch der Kabinettausschuss, der eben diesen bekämpfen wollte. Und durch diesen Begriff wollen wir auch im Grundgesetz ganz klar zum Ausdruck bringen, dass jegliche Diskriminierungen aus rassistischen Gründen verboten sind. Ein Zusatz? Also ich verstehe Sie richtig, dass Sie sich diese Ansicht aber nicht zu eigen machen und dass per se für die Bundesregierung der Begriff Rasse nicht per se rassistisch ist. Also ich möchte hier allein für den deutschen Kontext und die deutsche Begrifflichkeit sprechen und keine weiteren Vergleiche vornehmen. Ja, und da bei der letzten Antwort, da wurde dann doch nochmal ausgewichen, hat sich der Herr aus dem Justizministerium dann doch nicht festlegen lassen wollen. Dann hatte ich noch eine Frage zum Lieferkettengesetz und da muss ich dazu sagen, das ist natürlich für die Ministerien ist das schwierig, wenn so eine Frage kommt, die sind auf dieses spezifische Thema nicht vorbereitet, verstehe ich, dass man da dann nicht sofort was parat hat. Ich hoffe aber, dass da dann doch wirklich eine Nachreichung kommt. Schauen Sie sich das an. Dann hatte ich mit dem neuen Thema noch Herrn Reitschuster gesehen, ansonsten sind wir, glaube ich, durch. Dann bitte Herr Reitschuster. Es geht um das Lieferkettengesetz, ist das Wirtschaftsministerium zuständig? Unter anderem, ja. Dann stelle ich die Frage zuerst und dann sehen Sie gleich. Also es geht darum, wie will die Bundesregierung durchsetzen, dass das Lieferkettengesetz geprüft wird bei Lithium, Graphit und Zinn, die ja vor allem für Elektroautos notwendig sind. Kritiker sagen, es geht über 9 Stufen und das sei nicht sehr realistisch, das zu überprüfen. Federführend ist das BMZ. Pardon. Wir befinden uns ja mit dem Lieferkettengesetz im Moment im parlamentarischen Verfahren. Da laufen die Gespräche aktuell, das heißt, zu einzelnen Details können wir da im Moment keine Stellung beziehen. Das Wirtschaftsministerium ist da gar nicht. Können Sie da was nachreichen, wie das Ministerium das sieht, was ich da für Vorstellungen habe? Wir können gucken, ob wir was nachreichen können. Wenn das geht, machen wir es gerne. Danke. Dann sind wir für heute durch. Es ging dann sehr viel wieder um Gaza, um den Israel-Konflikt. Auch da hatte ich wieder den Eindruck, dass da die Sympathien bei vielen sehr eindeutig auf einer Seite sind. Ist völlig legitim. Jeder Journalist kann Sympathien haben, ist gut. Wichtig ist nur, dass ausgewogen die Journalisten vorhanden sind. Also, dass nicht nur Journalisten in der Medienlandschaft da sind, die da eine Seite bevorzugen, sondern dass es dann auch ein Gegengewicht gibt. Vielleicht hier noch ein paar kurze Szenen. Dankeschön. Dann Fragen zum Nahen Osten. Herr Jung.
Thomas Brünner hat ja gestern auch eine Rede dazu gehalten und hat sein Mitgefühl in allen Familien ausgesprochen, und zwar englischen und palästinensischen, schließlich Bundesregierung genannt. Das hatten wir ja hier auch in der Vergangenheit schon getan. Und Sie lassen Sie halt bei der Zwei-Staaten-Lösung fest. Wie soll das in irgendeiner Art und Weise noch realistisch sein angesichts der Siedlungspolitik in der besetzten Westbank? Die Tatsache, dass das im Moment schwierig ist und dass wir gerade eine gewaltsame Auseinandersetzung erst in dieser Nacht beendet haben, heißt ja nicht, dass man nicht das Ziel trotzdem weiter verfolgen muss. Herr Sasse, würde es Wiederaufbauhilfen seitens Deutschland oder der EU zu Gaza geben? Das wird doch eine Menge auch materieller Zerstörung. Ich glaube, an dieser Stelle ist es noch zu früh, über derartige Themen zu sprechen. Herr Jung. Ich hatte ja schon Blockade Gazas, die Israelis angesprochen, fordert die Bundesregierung denn die Aufhebung der israelischen Blockade des Gazastreifens? Ja, ich mache wirklich dafür jetzt nichts zu sagen. Genau, wir haben zu dem Thema alles gesagt, was zu sagen ist. Ich verweise Sie jetzt an dieser Stelle nur noch auf unsere Ausführungen, die sehr umfassend waren. Ich habe nicht verstanden, ob Sie die Aufhebung der Militärblockade für Israelis machen. Herr Jung, was wir konkret mit Israelis besprechen, das sind vertrauliche Gespräche und deswegen kann ich Ihnen aus diesen Gesprächen selber nichts zitieren. Zur Blockade und den humanitären Folgen dieser Blockade habe ich ausgeführt. So. Falls ich wieder was vergessen habe mit meiner Vergesslichkeit, dann schneide ich das jetzt hier rein. So, wenn Sie das jetzt sehen, habe ich nichts vergessen, dann wunderbar. Dann freut mich das sehr. Dann kommen jetzt einfach noch ein paar Szenen aus der Bundespressekonferenz. Ja, zu früh gefreut, doch wieder was vergessen, dass es jetzt keine weiteren Szenen mehr gibt. Aber wir sind auch schon lange genug auf Sendung. Ja, beachtlich. Und der Wind ist heute hier so stark. Es ist auch unglaublich kühl, dafür, dass wir jetzt Ende Mai schon haben. Und der Wind ist so stark, dass es hier fast dass die Kamera wegweht. Ich fand noch interessant, zwischen den beiden Pressekonferenzen ist ein Kollege auf mich zugekommen, hat mich angesprochen auf den Bericht über das Papier von Dr. Schrappe zu den Intensivbetten. Er sagte, da seien ja danach Gewissheiten aufgekommen, dass da Fehler waren in diesem Papier und warum ich das nicht berichtigt habe. Ich habe ihm dann gesagt, dass ich sogar vorhatte, noch einen Artikel zu machen über die Diskussion, die dieses Papier auslöste. Und er sagte mir, ja, aber Sie müssen das dann sofort korrigieren. Da hat er prinzipiell recht. Ich hatte ihm nur wirklich ehrlich gesagt, ich bin wirklich so am Rotieren, dass ich es nicht immer schaffe, alle meine Artikel Update zu halten, weil sich ja immer neue Erkenntnisse ergeben. Und ich habe ein kleines Team, im Wesentlichen das Journalistische mache ich und noch der Christian Euler, ansonsten Gastautoren, aber da ist es einfach nicht möglich, wie in einer großen Redaktion das zu machen. Und ich sage ja auch immer deshalb, immer auch bei anderen informieren, immer verschiedene Quellen nutzen. Und ich habe jetzt sogar gleich in der Bundespressekonferenz dann in diesem Artikel nochmal oben einen Hinweis, dass es da inzwischen andere Erkenntnisse gibt. Ich finde aber, da ist ganz manipulativ umgegangen worden mit der Sache. Die haben zwar Fehler, aber jetzt unter uns, wer macht keine Fehler? Mit Ziffern kann man sich immer mal ändern. Der Grundkritikansatz, der da drin ist, den halte ich nach wie vor für ausgesprochen berechtigt. Und darüber musste diskutiert werden. Und über die Fehler muss man auch diskutieren. Sie haben das auch aufgeklärt und sind da transparent damit umgegangen. Die Hauptkritik, die da drin ist, die hat in meinen Augen aber nach wie vor Hand und Fuß. Und das wird jetzt völlig vermieden, weil man sich natürlich auf diese Fehler stützt. Das ist die Taktik. So. Das war's für heute vom Platz vor der Bundespressekonferenz, von der ich mich jetzt verabschiede, weil ich ja morgen nach Moskau fliege. Ich glaube, hier wartet auch schon wieder jemand auf mich, da waren auch schon wieder Leute da. Und dann etwas Bundespressekonferenzpause. Ich komme zurück, schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie den Kanal, bleiben Sie auf der Seite, verfolgen Sie meine Moskau-Berichterstattung. Ich glaube, das wird ganz interessant. Danke, tschüss, ciao. Und einen hätte ich noch, vor einer Woche hatte ich einen Beitrag über Kroatien, einen Deutschen, der nach Kroatien ist, gefahren ist in den Urlaub, der es gar nicht fassen konnte, wie da plötzlich das Leben in seinen
vollen Zügen kocht. Und er sagte, wie auf einem anderen Planeten. Das ist, ich glaube, über 100.000 Mal gelesen worden. Unglaublich toller, faszinierender Bericht. Und jetzt hat er nochmal nachgelegt, eine Folgegeschichte. Und er hat sich jetzt entschlossen, noch länger unten zu bleiben. Und er sagt, je länger er in Kroatien ist, umso abstruser und verrückter kommen ihm die Berichte aus Deutschland vor. Und er hat jetzt auch noch einen Freund verloren, der wenige Tage nach einer Impfung gestorben ist. Unglaublich bewegender Bericht. Schauen Sie sich den an. Nächste Frage hat der Reitschuster. Ordentliches Backstage haben wir nicht. Die Versprecher habe ich heute einfach drinnen gelassen und die Kamera ist auch nicht runtergefallen. Aber noch eine kleine Geschichte. Eine Frau aus meinem Team, die heute die Stelle mit dem Wieler und dem Spahn transkribiert hatte, die sagte, dass man die Kollegen hinter den Masken so schlecht höre bei einigen Live-Übertragungen. Und wie das denn sein könnte, die Sprecher höre man so gut, die Leute mit den Masken nicht. Und ich hatte vor kurzem ein 8-jähriges Kind, die hat sich zufällig das angeschaut, weil ich das am Computer hatte und Bundespressekonferenz. Dann fragte sie, was ist das? Dann habe ich es erklärt. Dann sagte sie, warum sitzen die vorne mit Masken, ohne Masken und die unten mit Masken? Dann versuchte ich ihr das zu erklären. Dann sagte sie, aber das ist doch ungerecht. Und ich habe ein paar Mal versucht, das zu erklären und sie konnte es nicht fassen. Sie sagte immer, das ist doch ungerecht. Und ich habe dann mich auch, es ist schon über eine Woche her, mit einem Professor getroffen, Medizinprofessor, und der kam von sich aus darauf zu sprechen und er sagte, er sieht keinen einzigen medizinischen Grund, warum hier die einen die Maske aufhaben und die anderen nicht. Er sagte, aus medizinischer Sicht sei das nicht nachzuvollziehen, diese Ungleichbehandlung. Ich kann sie auch nicht nachvollziehen, aber wir haben eine Demokratie, es ist eine Mehrheitsentscheidung und die Deutsche Bundespressekonferenz ist ja ein Verein und der Vorstand entscheidet das und der Vorstand entscheidet so. Und als Vereinsmitglied habe ich das deswegen zu akzeptieren. Ja, ich weiß nicht, ob ich morgen noch mal von hier mich draufschalte. Morgen sind ja hier größere Demos, aber wegen der Abreise werde ich es kaum schaffen oder nur sehr kurz. Und dann das nächste Video aus Moskau, vielleicht live der Nachtspaziergang, Saturday Night in Moskau. Oder ich zeichne es auf und bringe es dann später. Vielleicht schon ein paar Wünsche. Na, live ist schon spannend, Saturday Night aus Moskau. Ich will mich da nicht ins Nachtleben stürzen, ich will einfach ein bisschen berichten und mir das anschauen. Man hat mich schon gewarnt, sagt, wenn du irgendwo hin willst, musst du reservieren, weil der Bär steppt am Wochenende. Also alles Gute, Grüße aus dem Herzen von Berlin, hinten die Reichstagskuppel und der Reichstag und hier das Paul-Löbe-Haus. Alles Gute, danke, ciao, bis bald.